Guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir haben heute Freitag, einen ganz typischen Freitag bei uns. Und ja, ich habe einfach gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit durch unseren Tag, wie wir uns zum Wochenende vorbereiten und was wir alles so machen heute. Ja, wir haben immer noch Ferien, sind also noch nicht in der Schulzeit angekommen, haben noch ein bisschen, was wir genießen können an Zeit. Dementsprechend ist es bei uns doch heute etwas lockerer. Wir haben es jetzt schon gegen 9 und die Familie hat jetzt fertig gefrühstückt und ich bin jetzt noch dabei, zu Ende zu frühstücken. Und dann geht's los an die Arbeit. Ich bin nicht fertig gefrühstückt. Du hast schon dein Haferbrei gegessen. Aber nicht mein Brot. Und du, Benni, hat dir dein Frühstück geschmeckt? Ja, du musst noch deinen Mund waschen, okay? Nein, nicht so. Geh, wasch deinen Mund und zieh dir bitte deine Sachen an, ja? Zieh deinen Schlafanzug aus. Philipp, kannst du ihm helfen? Ja. Hilf ihm bitte, sein Gesicht zu waschen und seinen Schlafanzug auszuziehen. Danke dir. Ich werde gleich ein sehr interessantes Interview haben mit dem Philipp Wandholz. Und ich wollte ihn euch einfach nur vorstellen, weil ich seine Arbeit und seinen Content super wertvoll finde. Ich folge ihm schon länger und habe mir schon vieles von ihm angehört und finde das einfach sehr, sehr hilfreich, was er macht. Und es kennen ihn eigentlich noch viel zu wenig Leute dafür, dass er so gute und qualitative Videos macht. Finde ich, sollte er viel bekannter sein, denn es hat wirklich einen Mehrwert für die Menschen, was er macht. Ja, und ich werde ihm heute ein paar Fragen stellen. Er wird sich auch vorstellen und seine Arbeit vorstellen. Das Video, was wir dann heute aufnehmen, das werde ich dann beim nächsten Mal hochladen. Dann könnt ihr euch das auch anschauen und hoffentlich werdet ihr danach auch mal auf seinem Kanal vorbeischauen und werdet euch anhören, was er alles so veröffentlicht und postet, denn seine Arbeit ist wirklich wertvoll. Er war selber Erzieher und Lehrer und in dieser Zeit hat er einfach mitbekommen, dass viele Probleme, die die Kinder haben, auf die Missstände zu Hause in den Familien zurückzuführen sind. Und er hat sich einfach zur Aufgabe gemacht, da mehr Aufklärungsarbeit zu machen und ja, den Familien zu helfen, den Paaren zu helfen, ihre Beziehungen wieder zu verbessern. Und ja, schaut einfach selbst hinein und hört euch das mal an, was er alles so teilt. Eher auf einer Ebene mit den Kindern ist oder irgendwo zwischen Frau und Kindern sich befindet und nicht eben auf einer Ebene, auf einer Höhe mit der Frau ist. Und das führt zu vielen Beziehungsproblemen und die wiederum stören dann die Männer. Die kommen dann zu mir und fragen sich, was in ihrer Beziehung los ist und ich helfe ihnen dann, diese Probleme zu lösen. So, das Interview ist aufgezeichnet, das ist erledigt. Jetzt gehen wir gleich mal über zum nächsten Termin. Ich muss ein bisschen was einkaufen. Roman hat am Sonntag Geburtstag und dann wollte ich ein bisschen was vorbereiten. Dazu habe ich über eBay Kleinanzeigen noch das ein oder andere Möbelstückchen für die Kinder gefunden, das ich auch noch abholen möchte. Und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall einiges an Punkten abzuarbeiten und ich nehme euch dazu mit und zeige euch ein bisschen, wo wir überall rumfahren. Wir haben jetzt schon fast alles mit Philipp erledigt. Ich habe ihn mitgenommen, damit er mir ein wenig hilft. Ich wollte euch eigentlich mit der Kamera mitnehmen und habe sie aber im Auto liegen gelassen. Ja, das war natürlich nicht so schön. Jetzt konnte ich euch nicht mit mir mitnehmen, aber ich habe das Auto hinten voll mit Einkäufen. Einen Tisch habe ich auch da hinten drin. Den haben wir mit Philipp abgeholt und ja, der soll für die Mädels oben im Zimmer sein. Haben wir über eBay Kleinanzeigen was gefunden und finde da immer wieder so schöne Kleinigkeiten, Möbeln und ja, was man sonst noch so alles im Alltag braucht. Von der Qualität oft noch wie neu, kostet dann aber ein Fünftel von dem, was du neu bezahlen würdest. Oh, jetzt fliegen alle meine Einkaufstüten hinten durch die Gegend. Nicht so gut gesichert. So. Ja. Ich mag es eigentlich lieber am Donnerstag einzukaufen, damit ich freitags nicht so viel zu tun habe. Oder mir nicht so viel Zeit verliere mit dem Einkauf. Aber heute ging das irgendwie nicht anders. Ich musste das heute alles am Freitag machen. Naja, aber jetzt komme ich schnell nach Hause und dann gibt es schnell was zum Mittagessen. Ich habe beim türkischen Laden so Fladenbrote gekauft. Die wollten wir jetzt gleich essen mit Hummus. Da freue ich mich schon drauf.
Zu Hause angekommen, haben wir schon die Einkäufe verräumt. Ja, verräumt. Jana hat mir schnell geholfen. Und heute gibt es was Schnelles. Ich habe jetzt hier Schupfnudeln gemacht für die Kleinen. Waren heute im Kaufland vegane Schupfnudeln im Angebot, habe ich die mitgenommen. Und ja, dazu gibt es eine Tomatensauce jetzt und ein bisschen geschnibbeltes Gemüse. Und ich werde meine Fladenbrote mit Hummus essen, freue ich mich schon drauf. Und dann ist heute ein schnelles Mittagessen. Freitags muss das manchmal sein, weil ich keine Zeit habe. Vorsichtig, mein kleiner Helfer sitzt hier auf der Küchenplatte. Hm? Du verbrennst dich. Pass auf. Hm? Hast du Hunger? Benni? Hast du schon großen Hunger, ja? Ja. Und was gibt es jetzt zum Essen? Wie heißt das? Nudeln. Nudeln? Schupfnudeln, ja? Gut, ja, ich schneide jetzt noch ein bisschen Gemüse und dann können wir schon essen. Und hier sind eine Tomate und Paprika. Vorsicht, Benni, hier ist jetzt heiß, ja? Mama bringt jetzt die Nudeln rüber. Ja, aber es ist jetzt ganz heiß hier, ja? Mama, kann ich mich runterbringen? Ja. So, jetzt sind alle satt, Tisch ist abgeräumt, jetzt bleibt mir noch die Küche aufzuräumen und ein bisschen was zum Essen für morgen vorzubereiten. Roman kommt schon gleich von der Arbeit und dann möchte ich schon mit allem fertig sein. Ja, ich werde wahrscheinlich ein Süppchen machen, schnell noch. Und mal schauen, was ich noch dazu, entweder Reis oder so abkoche. Und morgen gibt es dann noch einen frischen Salat dazu. Ja, ich mache nicht ganz so viel, wir haben ja am Sonntag wieder einen Geburtstag. Deswegen werden wir morgen etwas nicht ganz so üblich wie sonst. Haben wir samstags immer ein großes Menü, aber diesmal machen wir es etwas bescheidener und verlagern dann das große Essen auf den Sonntag. Ja, also ich beeile mich jetzt, dass ich noch rechtzeitig fertig werde und ihr könnt mir ja ein bisschen dabei zuschauen.
Essen ist fast alles fertig. Die Suppe köchelt jetzt hier noch ein bisschen. Ich wollte dann schon mal einen Tee aufbrühen. Jetzt hier eine tolle Kanne. Und habe hier einen Himbeertee. Mit Himbeeren. Und das noch da drin. Hibiskusblüten, Himbeeren, Aronia-Beeren, Apfel- und Brombeerblätter. Diesen Tee brühe ich jetzt mit auf und dann werden wir uns ein bisschen alle aufs Sofa setzen, die Kerze anmachen und die Woche ausklingen lassen. Wenn wir die Woche ausklingen lassen und machen wir Andacht zusammen als Familie und begrüßen den Sabbat. Das ist immer so die schönste Zeit in der ganzen Woche, finde ich. Wenn wir so zur Ruhe kommen und mal den ganzen Stress der Woche von uns loslassen. Und dann auch als Familie so diese Zeit zusammen genießen. Das ist eine sehr qualitative Zeit für uns und ist auch sehr segensreich. Roman ist mittlerweile auch schon da von der Arbeit. Hey. So, dass jetzt alle wieder zu Hause sind und wir können ins Wochenende starten. Oh, das läuft schon alles super.